Und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, beim finalen letzten Part von Let's Play Portal 2. Wir sind bei Whitley angekommen und er hat gerade eine Rede für uns vorbereitet. Hören wir uns die mal an und dann sehen wir weiter. Wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in etwa 6 Minuten selbst. Was? Komplett. Ich Na bin toll. Ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das hatten wir ja schon besprochen. Ah, ja. Dafür brauche ich 3 Minuten, dann 1 Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Super Plan, muss ich sagen. Habe ich auf Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. 4-Stufen-Plan? Erstens, keine Portalflächen. Ah, ja. Nervengift sofort freisetzen. So, so. Drittens, bombensichere Schilde für mich, damit die Rechts. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Hä? Was? Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Adios. Ich hab schon meine Strategie. Maximum in wow. 5 Minuten. Weg ist es. Wo willst du denn hin? Nicht rennen, nicht rennen. Ich komm her. Warum? Je schneller du atmest, desto mehr Nervengift da kommst du ein. Das Zeug ist unglaublich clever gerade. Teufel. Komm doch. Ja. Ha, ganz schön überzeugend, was? Ja. Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. Du bist nämlich in meine Falle getappt. Ich Falle? Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Aber in Wirklichkeit habe ich nur so getan. Wow. Ich höre ihm gar nicht zu. Was ist jetzt? Hä? Wo bist du? Kletos! Petra? Wo bist du? Da bist du. Ich muss cool bleiben. Hier kommt die Weltraumpolizei. Wer bist du denn? Teleskop, du willst mich sehen? Also, du bist gut. Wow. Weltraum, Weltraum, ich bin in der Welt. Orbit in meinem Roboter. Wow. Lady, ab in den Weltraum. Weltraum? Du bist ein Weltraumfreak, was? Komm her, Weltraum. Ich verrate dir was. Nein, noch mehr. Was? Nein. Was gefällt dir am besten im Weltraum? Ich hab Zeit. Ich brauche ein Zeitlimit. Ich bin schuld, im Weltraum zu sein. Weltraum, ja, Weltraum, Weltraum, Weltraum. Ich verstehe dich schon. Ich bin im Weltraum. Ich bin stolz auf dich, Junge. Papa, bist du der Weltraum? Ja, endlich. So. Wo muss er hin? Wo muss der hin? Weltraum, Weltraum, wir sind im Weltraum. Hä? Weltraum, ich fahre in den Weltraum. Oh Mann. Mano. Ich fahre in den Weltraum, kannst kaum erwarten. Muss los, Weltraum, los. So. Weltraum, Weltraum, ich im Weltraum. Oh Mann. Ja. Na komm. Okay, okay. Weltraum, ich fahre in den Weltraum. Weltraum, in den Weltraum. Jetzt komm schon. Hör auf zu quasseln. Weltraum. Weltraum. So. Wo muss der hin? Hallo. Wo muss der hin? Weltraum. Weltraum. Oh, Weltraum. Ich will den Weltraum. Bin ich blöd? Weltraum. Weltraum. Los geht's. Bleib hier. Ich liebe den Weltraum. Weltraum. Atmosphäre. So. Schwarze Löcher. Astronauten. Nebel. Jupiter. Der große Wagen. Der große Wagen. Ich will in den Weltraum. Ich will in den Weltraum. Der nervt ganz schön und ich weiß nicht, was ich machen soll. In den Weltraum. 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 Und die Zeit läuft. Weltraum. Weltraum. Oh, die Sonne. Ich werde die Sonne treffen. Wie soll ich sie nur ansprechen? Hi, Sonne. Oh Mann. Guck, keine Finsternis. Nicht gucken. Nein, ich weiß, komm schon. Ich weiß. Fahren wir in den Weltraum. Hör auf zu nerven. Hi. Wo fahren wir hin? Wo fahren wir hin? Hey, wo fahren wir hin? Wo fahren wir hin? Fahren wir in den Weltraum? Jetzt hör doch mal auf zu nerven. Ich liebe den Weltraum. Ich weiß. Buchstabieren. W-E-E-L-T-R-A-U. Ich liebe den Weltraum. Hey, Lady. Ich bin der Weltraum. Oh mein Gott, ich bin gerade genervt. Oh mein Gott, und ich bin gestresst. Oh, ich weiß. Warte. Ich weiß. Weltraum. Warte. Ich weiß es. Warte. So? Ich weiß. Oh mein Gott. Bin ich gerade. Bin dann im Weltraum. Oh. Muss in den Weltraum. Weltraum, Kometen, Sterne. Ich mach's mir gerade wieder zu kompliziert, oder? Geht das so langsam? Muss in den Weltraum. In den Weltraum. In den Weltraum. Aber in den Weltraum. Leute, ich lade den letzten Spielstand neu. Ich weiß gerade nicht, wie es klappen soll. Ja, danke. Wie soll das klappen? Mache ich gerade wieder was falsch? Mache ich wieder was komplett strutzdummes? Ich glaube schon. Dazu bringst die Röhre zu sprengen. Aber in Wirklichkeit habe ich nur so getan, als ließ ich mich dazu bringen.
um falsche Hoffnungen so. In dir zu wecken. So. Und jetzt passe ich mal auf. Gut. Wow. Okay. Du bist in den Weltraum. Ja. Verstanden. Ich muss cool bleiben. Hier kommt die Weltraumpolizei. Wo muss ich hin? Muss ich von da springen? Teleskop, du willst mich sehen. Kauf ein Teleskop für den Weltraum. Weltraum. Hä? Ich will in den Weltraum. Weltraumorbit in den Raumanzug. Lady. So. Na also, geht doch. Kernbeschädigung bei 50%. 50% schon, die Hälfte, gut. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Gut, das Nervengift ist weg. Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist passiert? Wow. Die verdammten Bomben kleben fest. Mach nichts. Ich hab die Schilde neu konfiguriert. Du hast eine dieser Kugeln an mir befestigt. Wer hat dir das gesagt? War sie das? Das macht dich nur noch stärker, mein Schatz. Wow. Weißt du noch, als ich dir erklärt, wo ist eine Öffnung? Damals dachte ich, du würdest dabei draufgehen, so wie alle anderen auch. Wo ist eine Öffnung? Du wärst die erste. Nein, die fünfte. So. Wow. Weißt du was? Ich denke, wir sollten die öffentliche Zurückhaltung aufgeben. Also Klartext. Sie sind alle elendig verreckt, als sie versuchen, an die Portalkanone zu kommen. Na los, schieß. So. Aber du warst anders als die anderen. Ein guter Springer, Problemlöser, clever. Ach so. Okay, verstehe. Wo jetzt? Kleidos, wo ist der Kern? Wie soll ich da denn hinkommen? Du suchst hier wohl nach einem kleinen Abenteuer. Kennst du gegen den Typ? Alles unter Kontrolle? Sieht in einer recht heißen Situation aus. So, komm her. Hey, eine Countdown-Uhr. Das bedeutet Ärger. Ja, das bedeutet Ärger. Also komm mal her, ich brauch dich. So, jetzt komm mal her. Ich bin eine Abenteuereinheit. Entwickelt für Gefahr. Eine Abenteuereinheit. Ich übernehme jetzt. Okay, wie du meinst. Genau so, so ist es. So, okay. Warnung. Kernbeschädigung bei 75%. Gut. Countdown für Reaktorexplosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Ganz toll, ganz toll, ganz toll. Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir ja nie zu. So. Ununterbrochen, weißt du. Uiuiui. Das, was ich sage, verurteile dich einfach nur, du und deine stillen Vorwürfe. Hä? Ich wollte doch nur, dass ich es einmal besser mache. Du hättest nur für eine Gabe so? Ein paar hundert einfache Tests lösen müssen. Nichts. Nee. Aber nicht mal das wolltest du mir gönnen. Okay, bitte. Wo ist er? Wo ist er, Kletters? Wow. Da ist er ja, aber wie komme ich hin? Der hallische Komet nähert sich der Erde alle 76 Jahre. Na toll. 75 hält er ungestört im Herzen der Sonne Windenschlag. Hä? Durch Träume erinnert uns das Unterbewusstsein daran, nackt und zahnlos in die Schule zu gehen. Okay, und 1-2. In der Wirtschaftskrise wurde der Besitz von Häschen. So. Ah, du bist der Wissenschaftskern oder was? Okay, wohin? Die Autobremse wurde erst 1895 erfunden. Davor musste der Fahrer im Auto sitzen bleiben. Und bam! Kernbeschädigung bei 100%. Okay, Wheatley, los geht's. Auswechseln. Kernaustausch erforderlich. Bist du bereit, Kleidos? Ersatzkern. Bereit für den Einsatz? Ja, los. Beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Genau, das können wir sehen. Was doch? Pat entdeckt. Der Schalter, wo ist der Schalter? Ich brauche einen Schalter. Oh. Lösche Feuer. Na toll. Was hier, wie was? Das hat sich damit erledigt. Nur ein bisschen früher wissen müssen. Ja, du bist halt dumm. Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die Pat-Auflösungstaste. Wo ist sie? Schnell. Vergiss es. Ja. Okay, tut mir leid, Wheatley. Wir waren Freunde, aber das ist jetzt vorbei. Los her! Boah! Ah! Au! Was? Du lebst noch? Du machst Witze! Nein, ich mach keine Witze. Ich hab immer noch die Kontrolle und keine Ahnung, wie ich diesen Laden hier in Ordnung bringe. Ich mach das schon, aber wie? Der Mond.
Der Mond, ihr wisst, was das bedeutet. Vergiss es. Die Platten waren aus Mondgestein. Oder? Wow. Ach du heilige Kakerlake. Wow. Ach du heilige. Wie geil ist das denn? Wir sind im Weltraum. Kriegen wir... Nö, 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 nö. Tschüss. Rein. Ich krieg das noch hin. Ich vergiss es. Kleider aus. Du kommst nicht zurück. Oh nein. Neuer Plan. Nein, 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 nein. Wow. War schön, dich gekannt zu haben, Wheatley. Kleiders hat uns gerettet? Wow. Einfach nur wow. Was für ein geiles Ende. Ich bin begeistert von dem Spiel. Ich bin einfach nur begeistert. Hä, wo sind wir denn? Aha. Wer steht denn da? Oh, oh, gucke da. Peabody und Atlas. Zum Glück ist dir nichts passiert. Hm? Als Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion. Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Carol? Als Carol... Was? Ach. Aha, verstehe. Es wird ein längeres Video, sag ich schon mal. Also, sie haben das bewahrheitet. Nachdem Carolyn anscheinend, sie war vor... Ich weiß nicht, ob sie schon... Ich hatte die Vermutung, sie war schon vor ein Roboter oder irgendein Computerprogramm. Ich weiß es nicht. Ob's wahrscheinlich war sie mal ein Mensch und war dann erst eine Tonbandaufnahme oder sowas. Und dann anscheinend haben sie dann Carolyn in GLaDOS runtergeladen. Mein Hirn brennt. Das ist zu viel Info. Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion. Wo Carolyn in meinem Hirn lebt. Ja. Carolyn gelöscht. Leb wohl, Carolyn. Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Ehrlich. Ehrlich? Dich zu töten ist schwer. Ja. Siehste. Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Ja, kann ich mir vorstellen. Doch dann kamst du. Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Weiß ich du was? Du gewinnst. Was? Bitte geh. Ich geh einfach. Na gut, Es war schön. Komm nicht zurück. Denk ich, werde ich nicht. GLaDOS war die, ist, nochmal, also ich muss das jetzt zusammenfassen, Carolyn, die Assistentin von Cave Johnson, wurde in GLaDOS rein programmiert, um den Laden zu leiten, so. Okay, war ja, GLaDOS, du hinterhältiges Stück Blech. Was? Das muss ich jetzt lauter stellen, was ist da? Also auch wenn ihr mich jetzt nicht mal so gut hört, ist es... Ich bin leise. Was geht hier ab? Hätte ich jetzt meine Webcam an. Das, ihr müsst jetzt sehen, wie ich jetzt gucke. Da, seht ihr den Großen da hinten mit der Krone? Ach, du Herrliche. Ich bin sprachlos. Ich kann jetzt gerade keine Worte finden und ich will es auch nicht. Wir sind fertig? Draußen ein goldenes Kornfeld. Ach. Oh.
Schön. Aber wo sind wir da draus getreten? Schön, ja. Beste Tarnung. QB! Kledus hat doch ein Herz. QB ist wieder da. Oh. Oh, ein. Noch ein. Das Ende wird immer besser und besser. Tut mir leid, ich kann jetzt nichts sagen. Großartig. Wunderschön. Kledos für Superstar, das sage ich euch. Oh. Die Roboter, oder? Ach, schön. Das war... Wow. Was zur Hölle? Es wird immer besser und besser, das... So viel Weltraum. Ich muss alles sehen. Na du? Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos im Weltraum treibe. Sicher, sicher. Bin im Weltraum. Ja, ich weiß, Kumpel. Ja, wir sind beide im Weltraum. Weltraum! Weißt du, was ich sagen würde, wenn ich sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich bin im Weltraum. Ich würde sagen, es tut mir leid. Aufrichtig leid. Ah ja. Herrisch und unbarmherzig. Und ich bereue es von ganzem Herzen, das kannst du mir glauben. Ach, ich bin Ende. Ach, jetzt tut mir ein bisschen leid. Oh. Ja, stimmt, das habe ich noch gar nicht erzählt. Der Hintergrund hat sich die ganze Zeit verändert, je weiter man fortgeschritten ist. Also, meine Lieben... Das war das Finale von Let's Play Portal 2 von eurem 93 Jovo. Mein Resümee zu diesem Spiel, verglichen mit dem ersten Teil, einfach alles Besserung. Die Grafik, die Spielelemente, die Story, einfach grandios. Ich kann das echt nur weiterempfehlen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ich bin Fan geworden von dem Spiel und ich hoffe, es kommt irgendwann Portal 3 raus. Ich bin richtiger Fan geworden von dem Spiel. Ach ja, und wegen dem Co-op-Modus. Jetzt kommt die große Information für euch. Ich habe ja mal zu Pure LP Now eine Kanalvorstellung gemacht, ja. Er ist ein guter Freund von mir auf YouTube und hatte ihn ja auch mal bei meinem bei meinem 100 Abonnenten-Special erwähnt. Und schon lange bevor ich überhaupt Portal gestartet habe, haben wir uns überlegt, zusammen ein Let's Play Together zu machen. Und zwar... zum Portal 2 Co-op-Modus. Also, freut euch auf diesen. Und ich denke mir, diese Community-Testkammern, seht ihr auch das darunter, das sind sozusagen Custom-Maps im Portal 2-Style. Ich denke, davon werde ich auch noch Videos machen. Also, mit Portal ist noch lange nicht Schluss. Denn das macht mir einfach viel zu viel Spaß. Ansonsten habe ich schon ein paar Vorschläge und Anregungen bekommen, was ich als nächste Projekte machen könnte. Ansonsten habe ich auch noch selbst Ideen. Also.
Seid gespannt. Nein, das ist falscher Text. Also, vielen Dank fürs Anschauen von diesem Let's Play. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Und wenn nicht, vielleicht findet ihr eins meiner nächsten Projekte spaßiger. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Ich bin euer 93 Jovo. I love to entertain you. Still. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Unterhaltungsvideo. Habe ich irgendwas vergessen zu sagen? Mal überlegen. Dim, 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 dim. Nein, ansonsten geht's einfach weiter mit den Videos, die ich jetzt noch in Planung habe. Amnesia, Mega Man, Portal, was mir halt so in den Sinn kommt. Und da schwitzt sich eine Menge rum. Ich muss es nur umsetzen. Also, bevor ich wieder zu viel Zeit verplemper, sage ich hier jetzt nochmal Tschüss und bis demnächst.